Heute gab es erneut einen VN-Stammtisch zum Thema Hafengestaltung in Bregenz. Ein heißes Thema, wird immer wieder diskutiert. Es gibt ja jetzt wieder ein neues Projekt, die Welle. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Diskussion heute? Ich bin sehr zufrieden über den Stand dieses Projektes. Ich bin leider sehr enttäuscht, dass viel zu viel politische Meinungen, politisches Kleingeschäft, vielleicht auch im Hinblick auf die Wahlen, jetzt in die ganze Entscheidung eingetreten ist. Ich glaube auch, dass die Bürger kein Verständnis mehr haben, dass es sich jetzt wirklich nur noch um politische Spitzfindigkeiten handelt. Ich glaube, das Projekt ist schön und es sollte in der Form umgesetzt werden. Also ich bin voll der Meinung, es wurden Fachleute eingebunden für die Realisierung eines neuen Hafenprojektes, was für Vorarlberg und für Bregenz ganz wichtig ist. Es wurde alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um die Bürger einzubinden. Ich bin auch der Meinung, dass der Koch entscheidet, was gegessen werden soll. Viele Köche verderben den Brei. Es wurde bestens für die Beteiligung der Bevölkerung von Bregenz einbezogen. Es wurde ein Konsens gefunden. Was aber da heute passiert ist, ist reiner roter Populismus. Ja, meine Meinung ist hier, dass man komplett in die falsche Richtung diskutiert heute. Eigentlich geht es ja dass sich die Bürger mehr einbringen können in das Projekt, und das hat heute überhaupt nicht stattgefunden. Das Ganze war eigentlich mehr oder weniger nur eine politische Diskussion. Das hat man auch gemerkt, dass die politischen Gemüter ziemlich erhitzt sind, jetzt so kurz vor dem Nationalratswahlkampf auch, was eigentlich meiner Meinung nach immer ein bisschen anders erwartet hätte. Wenn man das ganze Projekt jetzt zum Projekt bezogen, kann ich nur Folgendes sagen, dass es mich eigentlich sehr wundert, warum man nur über die Welle oder die Pergola diskutiert, weil es ja doch einen ziemlich großen Bau gibt, wo Marina, ein neuer Privatsteg für die Privatboote, eine Seetankstelle, eine neue Gastronomie und neue Stege für die öffentliche Schifffahrt gibt. Und mich wundert eigentlich das, dass man das ganze Projekt überhaupt nicht anspricht und nur Pergola oder Welle, ja oder nein, das nun mir erklärt, am Projekt vorbei diskutiert. Ich bin grundsätzlich nicht ganz zufrieden, und zwar deswegen, weil wir in einer repräsentativen Demokratie leben, in der also Volksvertreter für uns entscheiden sollen. Ich bin nicht gegen eine Volksabstimmung, aber ich habe momentan ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Gedanken daran, dass hier über ein Bauwerk abgestimmt werden muss. Das heißt, wir laufen dann Gefahr, dass, wenn das sozusagen Mode wird, dass dann über die Höhe von Gehsteigen, über das Anbringen von Hundehütten, über irgendwelche Verkehrsschilder abgestimmt wird und dass damit dann eine Demokratieverdrossenheit erzeugt wird, die wir eigentlich letztlich nicht wollen. Das heißt also, ich war mit der Pergola nicht ganz unzufrieden. Ob es schön ist oder nicht, kann man darüber diskutieren. Die Welle ist vielleicht etwas schöner, aber die ganze Diskussion geht jetzt gar nicht mehr so sehr in die Richtung, was kommt dorthin, sondern soll abgestimmt werden oder nicht. Und ich muss sagen, das erfüllt mich jetzt mit Bauchweh, und zwar nicht, weil ich gegen die Volksabstimmung bin, sondern weil ich merke, dass in der Demokratie da hier ein Weg beschritten wird, der nicht unproblematisch ist.